Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollen wir uns angucken, wie wir am besten hier die Ausrüstung bzw. das Aussehen für den Dark Ranger bekommen können. Und zwar gibt es da eine Questreihe mit dem Patch 9.2.5 und da können wir sowohl einmal uns ein T-Mog-Set freischalten und zusätzlich nochmal hier dieses Aussehen vom Dark Ranger, sprich diese roten Augen und so ein bisschen untot aussehende Haut für den Elfen. Und wie wir das genau machen, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes braucht ihr einen Max-Level-Char und am besten einen Hunter, der hier in Oriboss einmal auf Stufe 60 eine Quest annehmen kann, und zwar schimpft sich die Augen des Wolfes. Diese Quest könnt ihr einmal sowohl mit der Horde als auch der Allianz machen. Bei der Allianz startet die halt dementsprechend hier bei den Koordinaten 41, 63 bei Gen Graumähne. Und diese schickt euch dann nach Tiresfall. Dort müsst ihr dann ein paar Quests erledigen. Das sind so 10, 20 Quests insgesamt. Da müssen wir auch mal zwischendrin zurück nach, nach den Schatten landen, beziehungsweise mal Draxus, um genauer zu sein. Hier hinten steht übrigens Gen. Wahrscheinlich bei der Horde wird es irgendein anderer Anführer sein, wo ihr euch rüberschickt. Und wenn ihr diese Questreihe fertig habt, dann habt ihr einmal die Möglichkeit, bei allen euren Elfencharakteren euer Aussehen ein bisschen zu ändern. Und das werden wir uns jetzt als erstes einmal anschauen. Dazu gehen wir hier einmal rüber zum Friseur, und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, die Augenfarbe hier zu ändern, und zwar sowohl bei den Nachtelfen als auch den Blutelfen, und dann haben wir auch noch die Möglichkeit bei den leeren Elfen, was ich jetzt hier in den Char habe, auch die Augenfarbe zu ändern. Und die neue Funktion, die wir jetzt haben, sind einmal hier diese roten Augen. Und wenn wir diese roten Augen wählen, kriegen wir auch gleichzeitig diese bisschen, ja, hellgräuliche Hautfarbe dazu. Das, was ein bisschen schade ist, ehrlich gesagt, du kannst nicht die Augenfarbe mit einer anderen Hautfarbe kombinieren. Also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt, jetzt sind wir bei den Haarfarben, wo haben wir denn Hautfarbe? Hier, wenn ich jetzt eine andere Hautfarbe reinmachen will, das geht nicht. Also du kannst nur die roten Augen quasi mit dieser Hautfarbenkombination haben. Das geht, wie gesagt, bei allen Nachtelfen, allen leeren Elfen und allen Blutelfen, egal welche Klasse. Also ich kann das auch bei meinem Druid-Nachtelfen quasi mit den roten Augen rumlaufen. Die Kombination mit dem Set, was ich mir jetzt hier geholt habe, also dem Dark Ranger Set, da ist es so, dass das nur Hunter T-Moggen können. Heißt, wenn ihr den kompletten Dark Ranger Look haben wollt, dann müsst ihr quasi einen Hunter, Nachtelf, Blutelf oder Voidelf haben, dass das geht. Dieses Set kriegen wir tatsächlich aber nicht zusätzlich, wenn wir die Quest abgeschlossen haben. Das müssen wir uns nämlich noch extra besorgen. Sobald wir nämlich die Quest abgeschlossen haben, ist es so, dass wir eine Achievement kriegen, und diese Achievement schimpft sich Rückkehr nach Lordaeron. Und sobald wir diese Achievement haben, seht ihr, kriegen wir einmal den Bonustitel von Lordaeron und die Anpassung dunkler Waldläufer für Elfen quasi, ne? Wenn ihr jetzt auch dieses Set noch zusätzlich haben wollt, dann müsst ihr diese Quest nicht nur mit einem mit irgendeinem Char machen, sondern dann müsst ihr die explizit mit einem Jäger machen. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe es mit meinem Main gemacht und auf dem zweiten Account parallel mit einem Hunter noch. Und dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr in Legion einmal zu dieser Volltrefferhütte fliegt. Und zwar ist diese Volltrefferhütte hier oben im Hochberg. Wenn ihr da einmal die Artefaktwaffe schon freigeschaltet habt, damals in Legion, was ich gemacht habe, könnt ihr euch in Dalaran quasi einfach vom Crassus Landeplatz aus, wenn ihr mit der Taurendame hier sprecht, hinfliegen lassen. Und dann, wenn ihr hier quasi in der Volltrefferhütte seid, dann seid ihr oder müsst ihr hier hinlaufen bei den Koordinaten 44, 48. Und dann haben wir hier einen Kollegen, den können wir anquatschen. Der hat nämlich einen Haufen Ausrüstungssachen damals in Legion für die für die Ordenshalle. Und jetzt hat er ein neues Item, was wir kaufen können. Und das heißt Sembel Kleidung der dunklen Waldläufer. Und das könnt ihr aber nur kaufen, wenn ihr mit einem Hunter auch diese Quest gemacht habt. Heißt, wenn ihr es nur mit einem Char machen wollt, macht es mit einem Hunter, dann könnt ihr euch nämlich das Ding auch noch kaufen. Und wenn ihr euch das kauft, lernt ihr quasi ein T-Mog-Set. Und dieses T-Mog-Set könnt ihr dann mit allen Huntern quasi T-Moggen. Also ich auch mit dem Menschen könnte ich jetzt auch T-Moggen. Sieht aber bei einem Menschen ehrlich gesagt nicht ganz so geil aus wie bei dem Elfen bzw. Nachtelfen, Voidelfen, ne? Da macht es natürlich noch wesentlich mehr her. Was leider nicht dabei ist, ist eine Schusswaffe und ein Köcher. Den müsst ihr euch extra holen. Ich habe mir jetzt einfach mal hier die Artefaktwaffe mit zu transmogt mit dem Köcher. Finde ich das ein Ticken nicer noch, ehrlich gesagt. Aber da könnt ihr ja dann kreativ werden und ihr habt bestimmt wesentlich mehr T-Mog
was für Hunter relevant ist, also was hier Bogen und Köcher angeht, weil da habe ich ehrlich gesagt noch nicht sonderlich viel. Gut, das waren eigentlich die Tipps, die ich euch geben kann. Heißt, am besten hier mit dem Hunter die Quest machen und dann könnt ihr eure Elfen ein bisschen in der Gestalt verändern. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch die Informationen geben, die ihr braucht. Euer Tilar, bis zum nächsten Mal. Ciao.